Sonntagmorgen, 11 Uhr. Ich sag auch heute wieder Hallo und herzlich willkommen zu unserem Trading Insights Webinar. Wir haben auch heute wieder ein vollgepacktes Programm und einiges auf der Agenda. Wir werden unter anderem besprechen, was diese Woche so getradet wurde, was ich gehandelt habe, wie die Ergebnisse des Monats bislang ausschauen, werden uns auch einen Markt rausgreifen, der sehr stark sich bewegt und an dem man auch ganz gut ja ausloten kann und erkennen kann oder zeigen kann, wie man Preis und Volumen analysieren kann, um Ausstiege, aber auch Einstiege zu timen. Also sprich Stichwort Market Profile, was ja mittlerweile viele entdeckt haben scheinbar in der Branche, ist etwas, womit man eigentlich schon immer als ergänzendes Instrument arbeitet. Habe ich schon immer genutzt, aber nicht als alleinigen Entscheidungsträger. Manche machen traden nur danach. Ja, kann man vielleicht auch machen. Ist auf jeden Fall, um es mal kurz zu machen, ist auf jeden Fall eines der Instrumente, das wirklich funktioniert und was man auf jeden Fall beachten sollte. Dann werden wir uns heute, das Hauptthema wird der Goldpreis sein. Da werden wir uns ausführlich damit befassen. Ja, zuletzt deutlicher zurückgekommen. Und wir werden uns die Frage stellen, wie weit geht die Reise dort noch? Und damit wir uns gar nicht lange in Vorreden aufhalten, schauen wir uns noch ganz kurz den Disclaimer an. Wir richten uns natürlich auch heute wieder an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung im Bereich Hebelprodukte. Wir geben keine Anlageempfehlungen zum Kauf oder Verkauf, sondern es dient alles Demonstrationszwecken. Und natürlich sollte sich jeder immer bewusst sein, welches Risiko Trading mit sich bringt, besonders wenn man Hebelprodukte einsetzt, dann schwingt dort natürlich das Totalverlustrisiko mit, wenn der Knockout erreicht wird. Und es gibt natürlich auch das Ausfallrisiko des Emittenten, wenn ihr solche Produkte handelt. Also immer vorab entsprechend informieren und sich der Risiken bewusst sein. So, was haben wir in dieser Woche handelstechnisch gehabt? Diese Woche war im Ergebnis ganz gut. Bislang hatten wir 1500 Dollar Monatsergebnis bis dato und in dieser Woche ist ein Swing Trade abgeschlossen worden im Bauholz, der auch die stärksten Schwankungen so verursacht hat in diesem Monat. Sowohl im, ja, sowohl im negativen Sinne als auch fast im positiven Sinne der zweitbeste Trade. Eigentlich kann man sagen, ein Großteil dieses Monatsgewinns rührt aus zwei Trades heraus, nämlich einmal Weizen, das war der erste Trade in diesem Monat. Ihr erinnert euch vielleicht, in der ersten Woche hatte ich nur einen Trade, das war Weizen, mit 1300 irgendwas, 1340 Dollar und jetzt eben Bauholz mit irgendwas 700 irgendwas Dollar, werden wir gleich sehen. 1200 Dollar Wochenergebnis, 2777 Dollar bisheriges Monatsergebnis. Wenn man sich die Verteilung in diesem Jahr insgesamt anschaut, dann ist das Stand jetzt, der Monat ist ja noch lange nicht zu Ende, da kann ja noch viel passieren, ist das Stand jetzt der drittbeste Monat, fehlt nicht viel, oder ist eigentlich gleich auf mit dem März, könnte der zweitbeste Monat werden. Mal abwarten. Insgesamt also zeigt sich auf jeden Fall das, was ich auch vorigen Monat schon angesprochen hatte, wo es darum ging, was ist jetzt für das restliche Jahr zu erwarten? Typischerweise ab Herbst ergeben sich einfach viel mehr Möglichkeiten. Wir haben jetzt noch nicht in dem Sinne Herbst, aber August zähle ich jetzt mal so zum Spätsommer, früher Herbst, zumindest für mich jetzt in meiner Trading-Jahresrechnung, August, September geht es da so in den Trading-Herbst hinein. Und typischerweise ist so ab August, kann man sagen, eigentlich häufig schon auch ab Juli, aber ab August kann man sagen,
ergeben sich einfach sehr, sehr viele Chancen. Es liegt daran, dass die Aktienmärkte dann volatiler werden, da ergeben sich mehr Chancen. Ich habe zum Beispiel auch, wenn wir gleich sehen, jetzt immer mehr FDAX-Trades. Dann gibt es in diese Zeit fallen Haupttrends zum Beispiel bei Gold, bei Silber, die sich halt einfach auch sehr stark bewegen. Bei Platin und Palladium gibt es da sehr starke Trends in dieser Jahreszeit. Wir haben bei Bauholz zum Beispiel ist auch eine Phase, in der dieser Markt stark trendet. Natural Gas ist zum Beispiel sehr trendig im letzten Quartal sozusagen. Also es gibt einfach sehr viele Märkte, die in dieser Phase zu starken Bewegungen neigen. Deshalb ist es auch vergleichsweise logisch oder eigentlich relativ logisch, dass in dieser Zeit häufig auch performancetechnisch eine gute Phase reinfällt. Aber auch da ist es wieder so. Man muss immer ein bisschen aufpassen mit statistischen Informationen oder mit Erfahrungswerten, damit man keine überzogenen kurzfristigen Erwartungen weckt. Weil wenn man jetzt sagt, ja, der Herbst ist immer super, dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, okay, dann melde ich mich mal für 3 Monate an und wenn es dann aber nicht ordentlich scheppert in der Kasse, dann war das wieder Käse, was der erzählt hat. Also das sind ja nur Erfahrungswerte. Und wenn ich oder irgendwer genau wüsste, wie es denn jetzt im Einzelfall kommt, dann würden wir ja schon lange hier nicht mehr sitzen. Also von daher, naturgemäß ist die Zeit ab August eine sehr gute Zeit. Ich mag diese Phase auch sehr, aber wer weiß, wie es im einzelnen Jahr läuft. Also von daher, das alles, was man im Trading macht oder was man an Entscheidungen trifft, an Grundsatzentscheidungen, sollte immer auf Sicht von 3 Jahren aufwärts zählen. Also wir werden auch heute, wenn wir über Gold sprechen, werden wir sehen, dass das möglicherweise eine ganz, ganz tolle Konstellation ist, aber dass sie möglicherweise auch eine große Herausforderung ist. Und das machen sich viele leider Gottes nicht bewusst und sind dann viel zu kurz dabei, egal was sie für Ansätze haben. August bislang hat viele grüne Balken, das heißt, wir haben viele Gewinner-Trades gehabt. Gab auch eine ganze Reihe von Trades, ein halbes Dutzend Trades, die sich fast neutralisierten und plus minus null liefen. Also hier ganz, ganz viele, die an der Nulllinie waren, also die einfach plus minus null rausgegangen sind mit ein bisschen Gewinn oder mit ein bisschen Gebühren, ein bisschen Verlust nach Gebühren. Was mir persönlich in der Statistik jetzt auffällt schon in den letzten Wochen ist, dass die FDAX-Trades zunehmen. Das ist jetzt noch keine super hohe Handelsfrequenz, aber der FDAX auch letztes Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass wir dort vor einer großen Trendbewegung stehen. Ob die jetzt schon startet oder ob die erst im Herbst starten wird, also im richtigen Herbst, dann Oktober, September, Oktober, November, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall FDAX, da nimmt die Handelsfrequenz zu. Wir haben dort auch am FDAX ein Pattern, was wir immer wieder handeln, beziehungsweise zwei Huge Range Open und XL Counter Pattern, Range Projektion, eigentlich, also diese drei Muster sind ständig handelbar, hat man in jeder Woche eigentlich. Trades, wir machen das über den FDAX Mini, der ist gut skalierbar, der ist gut kontrollierbar und man kann trotzdem ganz gut Geld verdienen damit. Also das ist das, was auffällt und das ist auch das, was ja ganz typisch für diese Jahreszeit ist. Es wird interessanter in den Hauptmärkten auch. In manchen Jahresabschnitten geben die Hauptmärkte nicht viel her. Hier jetzt kommen wir oder sind wir in so eine Phase reingekommen, in der die Hauptmärkte einfach wieder interessanter werden. Dann schauen wir auf die Trades aus dieser Woche spezifisch. Und da sehen wir, dass dort drei FDAX-Trades auch dabei waren, bezeichnenderweise. Bitte bei den Ergebnissen darauf achten. Die Ergebnisse sind ja in Euro. Aber da ich, abgesehen vom FDAX, alles in US-Dollar trade und das Konto auch immer oder die ganzen Trading-Ergebnisse in US-Dollar liste, rechne ich bei den FDAX-Trades immer die Ergebnisse um. Also das heißt, hier stehen die Dollar-Ergebnisse für den FDAX. Zum Beispiel erster Trade waren 115 Euro Gewinn, sind 131 Dollar in dem Fall gewesen. Also nur, dass da keine Irritationen aufkommen. Also das ist alles in Dollar umgerechnet, weil ansonsten alle Trades, ob ich jetzt den WTI Crude Oil handle, Lamba, Tenure T-Notes, das ist alles in Dollar die Ergebnisse. Und das nur
zur Erklärung. Also drei FTAX-Trades, dann der größte Wochengewinner war Lambda. Das war ein Swing-Trade, der auch zwischenzeitlich Volatilität gegen mich erzeugt hat. Das wird bei Lambda auch meistens so sein, dass man dort ein Stück weit hinten liegt erstmal, wenn man mit der ersten Tranche agiert. Aber wurde dann erfolgreich abgeschlossen am Ende, weil wir die Zielzone, da hatten wir auch, glaube ich, kürzlich hier schon drüber gesprochen, dass es eine Reaktion geben dürfte aus der Zone um 415 heraus, dass da eine Reaktion zu erwarten ist in Richtung 470, 487. Und in diese Zone sind wir jetzt auch hineingelaufen. Also daraus könnt ihr ersehen, Nummer eins, der Markt schwankt stark und man hat manchmal ein extremes Momentum gen Süden. Das hatten wir dort mit zigmal Limit Down. Aber jetzt auch mit, glaube ich, an 3 von 4 Tagen hatten wir Limit Up. Das war jetzt auch der Fall. Er schwankt stark, aber er ist gut handelbar. Die Ziele werden schon auch abgearbeitet, aber man muss natürlich sehr genau wissen, wie man in diesem Markt agiert, wie man dort verfährt. Ist ein für mich persönlich toller Markt zum Handeln. Ich weiß aber auch, dass sich gerade in diesem Jahr dort viele die Finger verbrannt haben, was nicht schlimm ist, wenn man die richtigen Lehren daraus zieht. Wenn man natürlich sagt, nie wieder Bauholz oder das ist alles Schrott, das funktioniert nicht. Es funktioniert schon, aber ich muss eben wissen, das wird auch bei Gold gleich das Thema sein, ich muss eben wissen, was der Handel in solchen spezifischen Märkten mit sich bringt. Und gerade wenn ich da Swing Trades aufmache, wird das immer wieder mit Schwankungen einhergehen. Und naturgemäß sind Schwankungen, gerade wenn sie gegen einen laufen, eben nicht das, womit Trader umgehen können. Und da sollte jeder Einzelne für sich den Hebel ansetzen. Denn im Endeffekt, ist ja bei Lambda eigentlich genau das passiert, was wir auch besprochen hatten. Wir hatten darüber gesprochen, wenn ihr euch mal erinnert an die Webinare, ja, ziemlich am Anfang dieses Jahres und in den ersten 2, 3 Monaten haben wir darüber gesprochen, dass Lambda nochmal eine Rallye hinlegt, dass man die dann zum Shorten nutzen kann, weil es ab Mitte, beziehungsweise so ab dem 20. Mai fallen soll. Ich persönlich bin in mehreren Tranchen dort reingegangen. Erste Tranche war ein Tick zu früh, aber war vom rein methodischen her sinnvoll, weil wir an einem 10-Jahres-Hoch waren oder an einem Allzeithoch. Und Lambda ist nun mal ein klassischer Range-Markt, auch von der Logik her. Bauholz ist ja nichts, was jetzt irgendwie übermorgen weg ist, sondern es wird ja sogar auch nachgepflanzt. Das heißt, wir haben natürlich, klar, jetzt kann man kommen mit Waldsterben und dergleichen, aber da macht ja die Menschheit was dagegen. Und es ist ja nicht so, dass dieser Rohstoff jetzt auf einmal innerhalb kürzester Zeit weg ist. Vor allem, wenn der mal weg ist, haben wir ganz andere Probleme auf der Erde, als wo der Bauholzpreis steht. Also von daher ein nachwachsender Rohstoff. Nachwachsende Rohstoffe sind immer Range-Märkte. Bei manchen verschiebt sich mal die Range alle 15 bis 20 Jahre ein bisschen nach oben und dann geht es dort auf diesem Niveau weiter in der Range. Aber das ist etwas, was ich mir grundsätzlich einfach merken sollte, wenn ich trade. Nachwachsende Rohstoffe sind vom Prinzip her grundsätzlich mal, kann man, wenn man das mal pauschal sagen möchte, kann man sagen, das sind Range-Märkte. So, dann muss man natürlich spezifisch nochmal schauen, wie rangig ist der einzelne Markt, aber grundsätzlich kann man sagen, nachwachsende Rohstoffe sind Range-Märkte. Es wird aber auch immer wieder extreme Ausreißer geben. Guckt euch zum Beispiel Baumwolle an. Baumwolle hatte einen irren Ausreißer nach oben, hat sich ewig lange in der Bandbreite bewegt, so von 40 bis 90, 110 Cent und ist aber auch mal auf 230 hochgegangen. Das ist genau die Schwierigkeit im Trading, um die aber die viele nicht begreifen wollen oder nicht erkennen wollen. Wir werden das auch gleich für Gold machen. Es gibt bestimmte Dinge, die sind gegeben und die sind so gut wie sicher. Zum Beispiel, dass solche Märkte, wenn sie sehr, sehr stark gestiegen sind, auch immer wieder komplett abverkauft werden. Und umgekehrt auch. Wenn ich also weiß, es ist extremst wahrscheinlich, dass ein Preis, der sehr stark gestiegen ist, wieder fallen wird, dann ist es doch bescheuert, wenn ich sage, oh, jetzt läuft es aber ein bisschen weit gegen mich, ich gehe mal raus. Also heißt es von vornherein, ich muss eine Kapitaldecke haben, wenn ich so einen Markt handle, wie Bauholz, aber auch wie Kaffee oder dergleichen. Muss ich eine Kapitaldecke haben, die diese Schwankungen aushält, diese temporären Schwankungen.
auch die diesen zwischenzeitlichen Drawdown aushält. Aber dann habe ich etwas, was mir doch im Endergebnis zumindest ziemlich sicher sagt, da wird es landen. Timing vielleicht manchmal beschissen, auf Deutsch gesagt. Aber wenn ich weiß, ein Markt wird fallen, und das ist bei diesen Märkten etwas ganz anderes, das kann man überhaupt mit Aktien, auch mit Aktienindizes, dürfte man sowas nie machen. Aber bei einem Rohstoff ist es einfach logisch. Und schaut euch, nehmt euch vielleicht nachher, wenn ihr das nicht schon im Rahmen der Ausbildung gemacht habt, falls ihr eine Ausbildung bei mir gemacht habt, dann war das ja schon Thema. Aber diejenigen, die keine Ausbildung gemacht haben und die einfach hier so zuschauen, nehmt euch einfach mal 10, 15 Rohstoffcharts und schaut die euch ultra langfristig an. Also nicht 5 Jahre, 10 Jahre, sondern über 40, 50, 60, hunderte von Jahren. Je nachdem, wie weit man eine Historie hat. Ihr werdet sehen, das sind Märkte, die immer in der Range laufen. Natürlich, diese Range verschiebt sich mal ein bisschen oder es gibt auch ab und zu mal einen extremen Ausreißer. Das hatten wir bei vielen Rohstoffen 2008. Aber grundsätzlich bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass bei Rohstoffen viel zu abstrakt gehandelt wird und man sich gar nicht bewusst macht, was passiert da eigentlich. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, wir werden bei Zucker und bei Kaffee, da werden wir auch noch drüber sprechen in den nächsten Wochen, da werden wir auf Sicht von 2, 3 Jahren, da wird der ein oder andere sich wundern, wo wir Kaffeepreise sehen werden. Im Moment ist noch Druck drauf auf dem Markt. Auch vollkommen nachvollziehbar, weil erstmal wird die Gegenwart gehandelt, beziehungsweise das, was jetzt gerade hier passiert. Und das ist einfach eine Rekordernte. Aber diejenigen, die mutig sind und auch verstehen, ein Rohstoff wird niemals auch nur in die Nähe von Null fallen. Das heißt, nach unten ist immer irgendwann, wir sind weit unter den Produktionskosten, es lohnt sich nicht mehr viel zu produzieren. Die Produktion wird zurückgefahren, entweder aktiv oder passiv, das passiert immer wieder. Das heißt, ein Farmer, der jetzt in Brasilien Kaffee anbaut, der guckt auf seine Margen und sagt sich, ui, jetzt liegen wir hier, keine Ahnung, 30, 40% unter den Produktionskosten. Das lohnt sich ja gar nicht mehr, so viel anzubauen. So, entweder er verknappt aktiv das Angebot, indem er einfach weniger anbaut, oder passiv, indem er immer noch viel anbaut, aber weniger wässert, spart beim Wasser ein, weniger düngt, weniger Mittel gegen Schädlingsbefall einsetzt. Also einfach, weil es Kostenfaktoren sind, weniger Erntehelfer hat. Das heißt, es kriegt die Dinger gar nicht so gut von den Bäumen runter, von den Büschen runter. Das ist die passive Verknappung und das wird immer wieder passieren. Gleichzeitig werden sich Unternehmen wie Starbucks, zum Beispiel Starbucks, eine Aktie, bei der ich long bin im Moment. Ich mache nicht viel mit Aktien, aber Starbucks habe ich auf der Long-Seite. Ganz einfach, weil die natürlich von niedrigen Kaffeepreisen profitieren. Die können das günstig einkaufen. Also was werden die machen? Die werden sich natürlich zu niedrigen Preisen, werden die versuchen, so viel wie möglich zu kaufen. Das heißt, es kommt automatisch irgendwann viel, viel Nachfrage rein, wenn der Preis von einem Rohstoff sehr weit fällt. Was 2014, also die jetzige Situation ist sehr, sehr vergleichbar bei Kaffee. Wir wollen heute gar nicht so viel über Kaffee sprechen, aber wo wir es gerade schon angesprochen haben, kann ich mal so einen leichten Ausblick geben, was wir auch in den nächsten Wochen hier mal besprechen werden. Sehr vergleichbar mit 2012 bis 2014. Gab es auch riesigen Preisdruck. Irgendwann wurden dann von der Börse sogar wurde die Margin abgesenkt auf im Tief 1770 oder 1775 Dollar. Und wenn das passiert, dann ist der Markt so ausgetrocknet. Ich muss aufpassen, was ich sage. Aber dann ist für mich persönlich, ich kann nur sagen, was ich dann machen werde, dann ist für mich persönlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich aggressiv in diesen Markt reingehe. Also deshalb, gerade bei Rohstoffen muss man verstehen, die werden nie ins Unermessliche steigen und die werden auch nie ins Bodenlose fallen. Aber sie haben zwischenzeitlich extreme Ausreißer und das haben wir bei Bauholz ja auch gesehen. Wir sehen jetzt hier den Bauholzchart. Das war diese Bewegung hier oben. Also bis hierhin war das alles noch so einigermaßen normal, so bis März, April. Das, was hier noch nach oben kam, so alles, was oberhalb von 500 sich abgespielt hat, das war dann der Killer für den einen oder anderen. Weil das ist so von 520 wirklich nochmal drastisch beschleunigt auf 640 in der Spitze. Und ich meine, wenn man sich das einfach nur mal bewusst macht,
Das ist eine Bewegung, die hat vielleicht, sagen wir mal, 8 Wochen angedauert. 8 Wochen. Und anschließend ging es ja genau wieder in diese Richtung, in die wir auch analysiert hatten. Wir hatten ja gesagt, 410 ist eigentlich so das Hauptziel. Und da sind wir tatsächlich auch aufgeschlagen. Aber der Schlenker hier oben, das war der Killer für den einen oder anderen. Und das ist der Punkt, an dem ich empfehlen würde, dass jeder Einzelne ansetzen sollte. Es geht, wenn wir Rohstoffe handeln, darum, temporäre Schwankungen auszuhalten. Wir werden realistisch betrachtet immer wieder zu früh dran sein, weil man Rohstoffe nicht perfekt timen kann. Da gibt es natürlich ein paar, das kann ich auch an der Stelle schon mal sagen, es gibt natürlich immer ein paar, die sagen, ah, ich kann's. Guckt mal hier, ich habe das und das da getradet und hier war es super. Also diese Trades haben wir ja auch. Haben wir ja letzte Woche auch gesehen, beim Weizen punktgenau das Tief getroffen, beim Einstieg punktgenau das Hoch, beim Ausstieg. Solche Trades hat jeder mal. Natürlich, wenn jemand relativ neu in dieses Business kommt, dann hängt er die Dinger hoch, habe ich auch gemacht. Ist auch völlig menschlich, ist normal. Nur es geht ja jetzt darum, dass der Einzelne hier für sich auch wichtige Lehren zieht. Und wenn jetzt jemand glaubt, okay, ach, ich habe aber von einem gehört, der timet das perfekt mit den Rohstoffen, mit seiner Technik. Das geht 4, 5 Mal gut in einer Phase, wo es halt einfach, wo er auch einen guten Lauf hat. Auf Dauer kriegt man es nicht hin. Es wird immer Ausreißer geben, egal welche Technik man benutzt. Es wird temporäre Ausreißer geben, Übertreibung geben. Auf Dauer wird man es nicht hinbekommen, perfekt zu timen im Rohstoffbereich. Was man aber hinbekommt, das ist viel wichtiger, eine grundsätzlich richtige Prognose abzugeben, eher in Zonen gedacht, wo man sagt, okay, Bauholz oberhalb von 500 ist teuer, alles, was darüber kommt, wird verkauft werden. Das heißt, wir werden irgendwann wieder bei 410, 430 landen. Oder wie wir es jetzt hier jüngst hatten, Bauholz bei 410, 415, 420 war kurzfristig unterbewertet. Saisonal haben wir auch darüber gesprochen letztes Mal, dass es da typischerweise aus fundamentalen Gründen einen Anstieg gibt in der Zeit so ab August. Und deshalb gab es hier diese Reaktion. Also viel wichtiger ist zu verstehen, die Grundrichtung wird man, wenn man ein gutes Marktverständnis hat, so gut wie immer oder meistens gut antizipieren können. Das Timing wird man, manchmal wird es einfach schlecht sein. Aber dem kann ich entgegenwirken, indem ich in mehreren Tranchen arbeite. Wenn ich von vornherein weiß, ich liege eigentlich grundsätzlich richtig und ich habe einen Markt, der sehr zuverlässig ist, was die grundsätzlichen Zonen angeht. Jetzt steigt es oder jetzt in den nächsten Monat fällt es, in den nächsten Monaten fällt es. Ich aber weiß, vom Timing her kriege ich es nicht perfekt hin. Dann ist die einfache Lösung nicht, den Markt rauszunehmen und nicht zu handeln, sondern ist die einfache Lösung, ich muss in mehreren Tranchen agieren. Das ist das Logischste, was es gibt. Aber das setzt natürlich voraus, ich brauche eine entsprechende Kapitaldecke und ich brauche Erfahrung in dem jeweiligen Markt. Und wenn es da hapert, muss man eben dort den Hebel ansetzen. Also Bauholz hat sich jetzt hier mit dreimal Limit Up innerhalb kürzester Zeit nach oben geschoben. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das ist hier an diesem Haupteffizienzlevel oder an einem der beiden Haupteffizienzlevel im Bereich um 420 herum. Da ging es mal ganz kurz drunter, aber im Endeffekt aus jetziger Sicht, jetzt wissen wir, das war der Ankerpunkt für die Gegenreaktion. Und hier haben wir den Ankerpunkt für das, beziehungsweise die Zielzone 470 bis 487, 490. Ich persönlich bin jetzt in dieser Woche rausgegangen und wir haben für die mittlere Frist, sprich auf Sicht von 6, 12 Monaten, haben wir oder habe ich persönlich, ich kann dir nur sagen, was ich mache. Jeder von euch sollte sich eigene Gedanken machen und sollte für sich entscheiden, wie er das macht. Manchmal wird man sich vielleicht an jemand anderem orientieren und manchmal wird man auch vielleicht das Gegenteil machen. Ich erzähle hier immer nur, was ich mache und warum ich es mache. Ich persönlich habe zwei, ja, ich habe hier Mega Long und Mega Short Einstieg. Also das soll nicht suggerieren, dass das sicher ist, aber das sind extremst wahrscheinliche Levels für eine Reaktion. Aber es wird dann im Einzelfall auch immer darauf ankommen, auf welche Art und Weise wird so eine Marke angelaufen. Also wenn wir jetzt beispielsweise hier steht Mega Short Einstieg 550 Dollar. Wenn wir innerhalb von 2 Wochen auf 550 ansteigen und es gibt keine Korrektur bis dahin und wir laufen vielleicht mit 4, 5, 6 Mal Limit ab, laufen wir auf dieses Niveau, dann würde ich die Marke
Definitiv Short handeln. Wenn wir jetzt aber 12 Monate brauchen und es läuft mal ein bisschen rauf, wieder ein bisschen runter, seitwärts, dann kommt der nächste Schub, dann ist ja die Struktur anders, dann hat der Markt nicht so die Spannung aufgebaut. Das ist immer das, weshalb man solche Marken sich vormerken sollte, aber schon dann natürlich im Einzelfall, im konkreten Fall für den Einstieg auch schauen sollte, wie ist die Struktur gewesen, wie ist man dorthin gekommen. Weil wenn wir, keine Ahnung, wenn wir 3 Monate lang konsolidieren bei 520 bis 530 und dann nach oben ausbrechen, dann würde ich die 550 eben nicht short handeln. Also deshalb die Marken sich vormerken ist wichtig, aber dann halt auch auf die Struktur schauen, wie ist der Weg dorthin gewesen. Also auf der Oberseite 550 für mich eine extrem wahrscheinliche Marke. Ob sie getroffen wird, weiß ich nicht. Aber wenn sie getroffen wird, werde ich dort eine Short-Position eröffnen. Und je steiler sie angelaufen wird, desto sicherer ist es, dass ich genau dort Short gehe. Mega-Long-Einstieg für mich 366 bis 370 haben wir auf der Unterseite, kann man hier so ein bisschen erkennen, wenn es jetzt nochmal zurückkommen sollte. Ich persönlich würde jetzt eher die Long-Seite in den nächsten Wochen präferieren, also tiefe Long-Einstiege statt hohe Short-Einstiege. Die Region 420 ist jetzt schon mal, das ist ein Huge Range Open auf Wochenbasis. Das ist eine Region, die hier interessant ist für einen Wiedereinstieg in eine Long-Position. Warum? Die Herbstzeit oder Spätsommer, Herbst ist naturgemäß eher, sehen wir ja auch saisonal, von steigenden Notierungen begleitet, hat fundamentale Gründe, Hurricanes, Naturkatastrophen und so weiter. Also das ist einfach eine typische Phase, vor allem in den kalten Monaten, und das wird ja da schon vorweggenommen, wird eben das Bauholz eingekauft für die Bauphase im nächsten Jahr dann. Also ich würde tendenziell lieber, oder ich habe ein besseres Gefühl bei Long Trades jetzt in diesem Markt, wenn er zurücksetzt. 420 ist das eine attraktive Region und eben die 370er Region herum auch sehr, sehr spannend. Also das ist das Market Profile hier zum Beispiel, ist angelegt, in dem Fall sind das 70 Wochen. Das ist eben genau die Anzahl von Wochen, in der wir hier diesen letzten Bullenrun gesehen haben. Also dieser Anstieg, die Anstiegszeit bis zu diesem Hoch. Das dauerte 70 Wochen insgesamt, diese Rallye. Und also knapp 1,5 Jahre. Und darauf bezieht sich eben hier in dem Fall die Analyse für die Preisverteilung, weil ich will, oder die Volumenverteilung, weil ich wissen will, wo wurde wie viel umgesetzt. Jetzt haben wir hier 65 Tage. Und jetzt gerade für die kurzfristigen Aktionen ist es ja wichtig, okay, kann man jetzt schon wieder shorten oder warum sind wir jetzt rausgegangen? Hier sehen wir eben, hier kommt eben auch die 550er Region nochmal sehr deutlich hervor. Das ist 65 Tage ist, und hier raus, jetzt mal völlig egal, ob das jetzt Bauholz ist, worüber wir sprechen. Hieraus kann man lernen oder für sich mitnehmen, wie ich dieses Market Profile anwende. Das gibt vielleicht andere, die es anders machen. Ich mache es so, ich möchte wissen für ein Fraktal, also für eine Trendbewegung. Wir hatten jetzt hier das absolute Top im Mai und hier das absolute Tief Anfang August. Wenn ich jetzt sage, okay, ich bin long und möchte einen Ausstieg ausloten oder ich möchte wieder short einsteigen, wo kann ich denn? Dann möchte ich wissen, die jüngste Bewegung, weil das ist ja die, aus der am ehesten noch Schieflagen offen sein können. Jetzt, wenn irgendwas vor 20 Jahren war, dass jetzt immer noch einer seine Bauholzposition von vor 20 Jahren hat, naja, nicht so super wahrscheinlich, aber dass jemand die Bauholzposition vom Mai noch hat, die er da gekauft hat oder verkauft hat, dass er diese Position noch offen hat, das ist durchaus wahrscheinlicher. Deshalb, es geht hier nicht darum, Bauholz im Spezifischen, sondern wie verwendet man dieses Market Profile. Und ich mache es, wie gesagt, so, dass ich mir die einzelnen Fraktale anschaue. Wenn ich jetzt long, wenn ich einen großen Schwung long handeln möchte, wie jetzt jüngst, dann will ich eben wissen, wie verteilte sich das während dieses gesamten Bullenruns, den wir in den 1,5 Jahren jetzt gesehen haben. Wo sind da die Hauptankerpunkte? Haben wir gesehen, die 366, 370, der Mega-Anker, 420er Region, der zweite. Und jetzt für diese Abwärtsbewegung hier hat sich das Volumen so verteilt. Hier war viel Volumen, deshalb ist das auch ein wichtiger Support, so die 420, 422. Für einen Rücksetzer wäre das jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen, wäre das ein Wiedereinstiegsniveau. Dann haben wir hier so einen schwachen Volumenwiderstand oder einen Ankerpunkt bei 485.
diese Region. Wenn das jetzt Anfang der Woche, falls jetzt jemand noch long ist, ist vielleicht am Freitag nicht mit rausgegangen, hat es verpeilt, was auch immer, dann wäre Anfang der Woche, wenn wir da jetzt in den nächsten Tagen auf 485 ansteigen, wäre das so ein Niveau, wo man meiner Meinung nach rausgehen kann. Dann sehen wir hier, da geht's los, bei 520 haben wir einen Volumenwiderstand, der dann schon mal taugt für einen Einstieg. Und 550. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen bei diesen Endloskontrakten, weil die immer unterschiedlich adjustiert sind und da gibt es dann Lücken und deshalb ist das nie so hundertprozentig genau. Auch deshalb sage ich ja, man muss dann natürlich den einzelnen Kontraktmonat nehmen. Wenn ich aber eine sehr langfristige Entscheidung treffen möchte, wie jetzt jüngst, bringt mir das nichts, weil ich keine Historie über 10 Jahre von einem Kontraktmonat bekomme, kriege ich vielleicht 2 Jahre Historie. Also deshalb, es führt kein Weg daran vorbei, dass man sich mit Schwankungen und mit Varianzen anfreundet. Also die 520 wäre auch nochmal so ein Level, auf dem ich, wenn es jetzt sehr steil angelaufen wird, auf der Short-Seite was machen würde. Aber wie gesagt, im Moment haben wir eher das Momentum, das saisonale Momentum gen Norden und deshalb ist da die Long-Seite eher mein Favorit. Also beim Market Profile vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Ich persönlich mache es so, dass ich immer, wenn es ein Fraktal gibt, also einen Trend über mehrere Wochen, vom Hoch zum Tief, dass ich mir anschaue, wie viele Tage waren das? Aha, es waren 65 Tage, dann will ich wissen, wie hat sich das Volumen in diesen 65 Tagen verteilt. Und dann weiß ich, wo sind Widerstände, wo sind Unterstützungen. Und wenn ich eine längerfristige Analyse mache, schaue ich eben an, wie lange dauerte denn dieser Bullenmarkt an, oder der Bärenmarkt, je nachdem. Und beziehe das Volumen eben darauf. Also die Quintessenz daraus ist, es gibt für mich persönlich in meiner Anwendung, andere machen das anders. Das mag durchaus sein. In meiner Anwendung gibt es keine ultimative Einstellung für das Market Profile, sondern es ist total dynamisch. Es wird jetzt einen Trend geben. Also zum Beispiel, jetzt könnten wir natürlich im nächsten Schritt hergehen und sagen, wie hat sich denn das Volumen in den letzten 2, 4, 6 Tagen verteilt? Und dann wüssten wir, wo jetzt bei einem Rücksetzer Unterstützung wären, Ankerpunkte wären. Also man sollte es meiner Meinung nach dynamisch handhaben, weil es ja wirklich sehr, sehr hilfreich ist, wenn ich begriffen habe, dass es eben eine dynamische Komponente ist. Macht es natürlich aber auch schwieriger, weil in dem Moment, wo jemand ein bisschen diskretionär entscheiden muss, welche Einstellung nehme ich jetzt, wird es natürlich komplexer. Deshalb, wir haben auch einen im RW Mentoring haben wir einen Part, wo wir das Market Profile, wie ich es verwende, thematisieren und haben das auch im Präsenzseminar, in dem letzten, also in dem Präsenzseminar für die erste Gruppe, haben wir das auch thematisiert. So, dann kommen wir zum Hauptthema, nämlich zu Gold. Goldpreis zuletzt unter die 1200er-Marke abgeglitten und ja, das hat schon so bei dem einen oder anderen Sorgenfalten auf die Stirn gezaubert, was immer das gleiche Prozedere auch ist. Viele haben die Sorge, wie weit kann Gold jetzt noch fallen? Und deshalb wollen wir uns mal ganz nüchtern damit befassen, wie ist da die Lage und was können wir daraus für Erkenntnisse ziehen. Grundsätzlich haben wir eine gigantische Liquidität geschaffen in den Also nicht wir, sondern die Zentralbanken haben eine gigantische Liquidität geschaffen in den letzten, ja, nicht nur 10 Jahren, sondern seit der Lehman-Pleite, sondern eigentlich auch seit der Ära Greenspan. Also das schwingt ja auch noch so ein bisschen nach, was damals so gemacht wurde. Aber wir haben unfassbar viel Liquidität geschaffen. Und das tritt häufig verzögert ein. Aber das müsste zu wirklich starken Inflationsschüben führen, grundsätzlich schon mal. Das passiert aber häufig erst ein bisschen später. Wir haben es zum Beispiel auch damals gesehen, wenn ihr euch anschaut, wie ist das damals gewesen. Das ist immer ganz hilfreich, meiner Meinung nach, wenn man Vergleichsfälle hat. Ich war jetzt am Freitag bei WSF Invest auf dem 20-Jahres-Jubiläum, ganz kurz mal, für 2 Stunden und sagt auch einer zu mir, ja, Gold ist auch nicht mehr so, wie man das, kann man auch nicht mehr so handeln wie früher, weil früher ist es ja in Krisenzeiten gestiegen. Und das ist da,
stellen sich mir alle Haare in alle Richtungen zu Berge. Wo das herkommt, das habe ich mich schon immer gefragt, da muss man doch einfach nur mal einen Chart nehmen und sieht, das ist völliger Quatsch. Gold ist bei Krisen noch nie gestiegen. Wenn es Wirtschaftskrisen gab, ist Gold nie gestiegen. Es ist manchmal minimal gestiegen, das waren aber einfach zufällige Bewegungen. Häufig ist es mitgefallen, es ist vielleicht weniger gefallen als die Aktienmärkte, aber Gold ist nie bei Krisen im klassischen Sinne gestiegen. Gold wird natürlich in bestimmten Situationen als Hedge benutzt, ja, völlig klar. Aber geht doch nur mal 10 Jahre zurück und dann haben wir doch genau den Beweis, dass das völliger Quatsch ist, was da erzählt wurde, auch wieder. Also es war irgendwie auf dem direkt, bin vom Parkplatz runter und einen getroffen, der auch bei mir in der Ausbildung war, und der hat dann gesagt, ach, Gold kann man auch nicht mehr so handeln, das fällt und fällt, müsste doch schon längst steigen, wir haben eine Krise. Also erstens mal sehe ich jetzt akut keine Krise, muss man mal ganz klar sagen. Aber abgesehen davon ist es noch nie gestiegen bei Krisen. Also wenn dann, wie gesagt, zufällig, aber hat mit der Krise herzlich wenig zu tun. 2008, Lehman Pleite, Aktienmärkte sind nach unten gekracht. Was ist mit dem Goldpreis passiert? Der ist von 1000 auf 700, auf 670 Dollar gefallen. So. Das ist nur ein Beispiel. Was ist passiert, als wir das Platzen der Dotcom-Blase hatten? 2000, März ging das los im Aktienmarkt und 2002 2002 im Herbst war das vorbei, sagen wir mal so, also ungefähr hier. So, was hat Gold gemacht in der Zeit? Es ist gefallen bzw. seitwärts gelaufen. Im Endeffekt seitwärts gelaufen, erstmal ist es mitgefallen. Es ist Unsinn. Es ist ja gar nicht böse gemeint, wenn man sagt, dass etwas Unsinn ist, was verbreitet wird. Das heißt ja nicht, dass man selbst super schlau ist. Aber ich mache ja selbst genug Fehler und liege auch immer wieder falsch. Und da macht man was, was man besser, was im Ergebnis hätte besser sein können. Aber das sind Sachen, das hält sich über Jahrzehnte. Und mein Rat, schaut doch einfach auf irgendwelche Charts drauf. Dann seht ihr, ob es richtig ist oder ob es Quatsch ist. In dem Fall ist es einfach Quatsch. Es wäre ja schön, wenn es so wäre. Ich hätte da gar nichts dagegen. Aber es ist Unsinn. Gold ist bei Wirtschaftskrisen, wenn wir eine Bess im Aktienmarkt hatten, ist Gold, ich will nicht sagen nie, aber ist Gold so selten gestiegen, dass man sogar nicht mal von einer zufälligen Begebenheit sprechen kann, sondern eher davon, dass es eben da korreliert. Das ist ja auch vollkommen logisch. Weil Haupteinflussfaktoren eben Zinsen und Inflation sind für den Goldpreis und damit natürlich auch die Preise von Rohstoffen, und die fallen typischerweise eher in einer Krise. Was wir aber gesehen haben, und da kommen wir jetzt so langsam in die Richtung, was wir jetzt auch handeln können und wollen, der Goldpreis ist ja erst dann wirklich nach oben gezogen, als es dann auch diese massiven Zinsschritte gegeben hatte, Anleihenkäufe und so weiter. Also ab 2009 kann man sagen, ist der Goldpreis tatsächlich dann gestiegen, und zwar mächtig. Hat er sich mehr als verdoppelt. Aber in der Krise selbst ist das nicht passiert. Und 2002, 2003 war es das Gleiche. Der Anstieg im Gold kam erst zeitverzögert. Mein Erfahrungswert mit vielen Rohstoffen, aber speziell auch mit Gold, ist, dass es da so einen Zeitversatz gibt von 2, 2,5 Jahren. Persönlicher Erfahrungswert, für den es natürlich vergleichsweise wenige Präzedenzfälle gibt. Wenn man jetzt sich da die großen Schwünge anschaut, wird man vielleicht 10, 20 Bewegungen erkennen können, und da ist eben dieser Zeitversatz häufig der Fall. Dann werden die Statistiker ankommen, werden sagen, du brauchst 400 Fälle, dann entgegne ich, gut, dann sprechen wir in 1000 Jahren nochmal. Also ist doch Quatsch. Wir werden es nicht hinbekommen, dass wir alles immer statistisch so, dass man das auch rein von den nominalen Werten her als statistisch belastbar betrachtet bezeichnen kann, werden wir nicht hinbekommen. Also von daher, erfahrungswert ist, dass das häufig so 2, 2,5 Jahre zeitversetzt passiert. Und das ist das, was, glaube ich, auch Verunsicherung bringt, weil man hat oder viele von euch haben wahrscheinlich tolle Ideen, aber so geht es mir auch manchmal. Die Idee ist ein bisschen zu früh oder man erkennt eine Entwicklung zu früh.
Und natürlich die ganz, ganz großen Investoren und die wirklich erfahrenen Cracks im Trading und vor allem im Investmentbereich, das juckt die einen Scheiß. Also Warren Buffett juckt es, glaube ich, herzlich wenig, ob der zu früh dran ist und ob eine Aktie nochmal 30, 40% gegen ihn läuft zwischenzeitlich. Mittlerweile hat er so einen Namen und ist auch so bekannt, dass sowas, glaube ich, völlig ausgeschlossen ist, weil in dem Moment, wo der irgendwas kauft, wird es bekannt und dann steigt es schon mal alleine nur dadurch. Aber das ist dem, glaube ich, egal. Nur wenn man noch nicht so lange dabei ist und wenn man vielleicht auch noch nicht so eine Reputation hat für sich selbst auch, dann wird man sich davon verunsichern lassen, weil man dann sagt, aber Moment mal, wir haben doch jetzt die und die Situation. Warum steigt denn hier nichts? Oder warum fällt denn hier nichts? Und das ist auch etwas, was ich lernen musste mit der Zeit, dass man Entwicklungen, es ist ja wichtig, dass man Entwicklungen im Vorhinein antizipiert. Aber dass die manchmal, das war beim Platzen der Häusermarktblase in den USA das Gleiche, das hat man schon, oder das haben viele schon Jahre vorher erkannt, dass das passieren wird. Aber was bringt's, wenn ich 2004 darauf spekuliere und es steigt bis 2008 noch wie heute? Also bringt nichts. Und das ist, damit umzugehen, ist nicht einfach. Und wenn wir uns die COT-Daten anschauen, da kommen wir jetzt zur aktuellen Situation. Wenn wir uns die COT-Daten anschauen, dann sehen wir hier, dass die Commercials fast netto long sind. Produzenten sind hier so bullish wie seit 2014 nicht mehr. Und damals gab es ja einen ordentlichen Schub, so 20, 25% nach oben. Und wenn man sich mal die Präzedenzfälle anschaut, also 2015 war das vergleichbar. Hier sind im unteren Indikatorenbild sind die Produzenten zu sehen und hier sind die Commercials als Ganzes zu sehen. Bei den Commercials haben wir die Situation 2015 gehabt. Wir hatten sie 2013 auf 2014, also Jahreswechsel. Und hier unten sehen wir aber die Produzenten separat. Und die waren Ende 2013, Anfang 2014 noch mal ein bisschen, also da waren sie tatsächlich plus minus null positioniert. Deshalb, das ist die Situation, mit der man das so ein bisschen vergleichen kann. Und insgesamt also eine sehr bullische Ausgangssituation bei den Vergleichsfällen in den letzten Jahren, Ende 2015, wenn man da gekauft hat in dieser Situation, wo die Commercials plus minus null, also COT, Nettoposition plus minus null waren, dann war das ein guter Einstieg, da ging der Preis um 25, 30% nach oben. Wenn man das im Jahr 2013 auf 2014 gemacht hat, ging es auch 20, 25% nach oben. Wir hatten das hier im Jahr 2013, im Frühjahr 2013 gab es auch schon mal so einen Schub von 20% nach oben. Vergleichsweise auch im Jahr 2009 waren sie nicht ganz so bullisch wie jetzt positioniert, aber grundsätzlich die Produzenten waren damals sehr bullisch. Das ist vergleichbar mit der jetzigen Situation, deshalb habe ich es hier markiert. Gab es auch eine gigantische Rallye von 700 auf, ja, dann in der Spitze 1940 waren wir, glaube ich, im absoluten Hoch. Also wenn man sich diese Situation anschaut, war es sehr, sehr sinnvoll, immer dann, auch vom Timing her, sehr, sehr gut, wenn man eingestiegen ist, wenn die Produzenten sehr bullish waren, wenn die Commercials fast netto long waren. So, wenn man jetzt die letzten vier, fünf, sechs Fälle sich anschaut, wird man sagen, das ist ja auch vom Timing her toll. Und jetzt kommen wir zu dem Problem, was man im Trading immer wieder hat und was wir auch in Projekten natürlich dann auch immer wieder sehen, wenn man real handelt. Wenn man nicht real handelt, wird es einem nie auffallen. Und viele handeln nicht real. Aber wenn man real handelt, wird immer genau das Problem auftreten. Ich habe etwas, von dem ich bei den letzten 10 Fällen sehe, oh, in 8 Fällen war das ja vom Timing her super. Und dann kommt aber auch der Fall Nummer 9 oder Nummer 10, wie wir ihn zum Beispiel 1995 hatten. Wenn ihr hier auf die rote Linie im oberen Indikatorenfeld schaut, das ist die Commercial Netto Position. Und wenn wir das sagen, was mein Mentor Larry Williams immer wieder proklamiert hat, der hat in Seminaren immer wieder gesagt, wenn bei Gold die Commercials Netto Long sind, alles verpfänden, alles rein in Gold. Stimmt, wenn man 10, 15 Jahre Perspektive hat. Wenn man aber in kürzeren Abschnitten denkt und sagt, ja gut, ich will jetzt mal was für die nächsten 12 Monate oder für die nächsten 24 Monate mich positionieren,
dann muss man sagen, so einfach ist es dann doch nicht. Denn da kann es auch Schlenker geben. Und wir haben das 1995 bis 2002 gesehen. Ein Schlenker, der über 5 bis 7 Jahre dauerte. Die Commercials Netto Long im Jahr 1995. Da standen wir so ungefähr bei $390. Dann lief das erstmal so ein bisschen rauf auf 410. Ja, das war vielleicht 6, 7, 8% Anstieg. Also kann man auch nicht sagen, okay, aber diese 20, 25% gab es da. Und dann fiel das sogar ab 1996, 97 fiel das sogar bis, ja, bis ins Jahr 2000 hinein. Und so wirklich, dass es dann nach oben ging und dass man auch mit dieser ganzen Geschichte im Plus gewesen wäre, das hat nicht nur 7, sondern sogar 9 Jahre gedauert. Da wäre diese ganze Geschichte ins Plus gelaufen. So, und an dem Punkt sehen wir eben, okay, ganz so einfach ist es nicht. Weil wir haben zwar etwas, was, wenn man das jetzt backtesten würde, und das ist ja auch etwas, wenn ich das teilweise sehe, ich das auf Webseiten von Kollegen und Kollegen, die ich sehr schätze auch, aber ich finde es haarsträubend, wenn man Backtests macht, wo man keinen Stop in einem System drin hat. Also wenn ich sowas sehe, fällt mir alles aus dem Gesicht. Weil die Leute handeln das ja auch. Und ich weiß, wie sensibel das ist, dadurch, dass wir ja auch Systeme haben, wo klare Stops drin sind, klare Einstiegs-Ausstiegsmuster. Und selbst da ist es ja schon so, die Trader haben vielleicht ein paar Trades verpasst, haben da ein bisschen was nicht genau gemacht, zack, gibt es eine Abweichung. Aber jemandem eine Systematik an die Hand zu geben, zu sagen, guck mal hier, das funktioniert, du musst einfach nur dann long gehen und dann bist du, dann wird das erfolgreich sein. Aber eine Systematik ohne Stop, ich bin ja generell kein Freund von Stops an sich, aber sie gehören halt irgendwo rein, weil die Kapitaldecke ist begrenzt. Und jetzt in der Situation hier, wenn man das jetzt backtesten würde und sagen würde, okay, was ist denn, wenn ich immer gekauft habe, wenn die Commercials netto long gegangen sind? Dann würde bei einem Backtest rauskommen, Trefferquote 100%, wenn ich keinen Stop drin habe. Trefferquote 100%, wenn ich einen Horizont habe von, was weiß ich, ein Ziel von mindestens 25% als Gewinnziel und ein Horizont von der Open End ist. Würde eine Trefferquote von 100% rauskommen, würde jeder sofort handeln. Wenn dann aber eine Situation auftritt wie 1995 bis 2003 oder 2004, dann werden da alle, ausnahmslos alle, auf der Strecke bleiben. Das ist das Problem, das ist das Schwierige am Trading. Wir nutzen ja selbst, ich nutze ja selbst auch gerade bei COT-Daten, Seasonals, Intermarkets als Forecast. Das sind ja Sachen, die funktionieren. In 70, 75, 80% der Fälle funktioniert das ja. Und das ist auch vom Timing her ganz gut. Dann gibt es aber Phasen, die dauern halt auch mal ein paar Jahre an, in denen das Timing eben nicht gut ist. Und sowas wie hier bei Gold fehlt mir völlig die Vorstellung, wie jemand daraus dann, also der klassische Retail-Trader, wie der daraus Kapital schlagen sollte. Im Endeffekt wird man sagen, bei 400 hast du gekauft und dann standen wir irgendwann bei 1900, wird man sagen, du bist ein Held. Aber dass das 15 Jahre dauerte, das ist schon mal so das erste Makel dabei, dass das zwischenzeitlich 25% Drawdown brachte, ja, das zweite Makel ist auch nicht so, aber vor allem diese, dass man 10 Jahre oder 9 Jahre in einer Position drin hängt, die immer nur im Minus war. Im Minus oder plus minus null und dann erst, das zieht ja kein Mensch durch. Also vor allem, das ist ja dann, wenn jetzt jemand heute 60 ist und sagt, okay, ich will mal so ein bisschen traden für meine Altersvorsorge und dann dauert es 10 Jahre, bis so ein Trade überhaupt ins Plus läuft und nochmal 5 Jahre, also ja, also dass es immer ein bisschen dauert, ist klar, aber das ist das Problem. Also wir haben etwas, was definitiv sicher funktioniert, aber das Problem ist, es wird auch mal vorkommen, in den meisten Fällen wird es vom Timing her super sein, aber es wird auch mal vorkommen, dass es funktioniert, aber mit einem riesigen Zeitversatz, mit einem riesigen Umweg. Und das ist das Schwierige daran. Also wir werden manchmal das Richtige machen, methodisch sowieso, da werden manchmal das Richtige machen, aber zur falschen Zeit und dadurch wird es falsch. Und das ist schwierig. Deshalb auch deshalb, wenn man sich jetzt die Frage stellt, okay, wie hätte man denn in der Situation damals, kann man natürlich sagen, ja, dann muss man halt Stops setzen und dann wieder einsteigen und sowas. Ja, häufig findet man halt den Wiedereinstieg dann nicht. Aber wenn man sich jetzt, es geht ja jetzt darum, wie könnte man vorgehen, um die Sache besser zu managen? Erstens natürlich, man braucht einen Preistrigger, man sollte natürlich auf einen signifikanten Ausbruch
warten, das ist klar. Aber dann macht es auch hier Sinn, dass man einfach sagt, okay, ich habe jetzt etwas, was mir grundsätzlich sagt, Gold wird steigen, ist vergleichsweise günstig. Wenn ich dann die Varianzen kenne, die es typischerweise gibt, dann sollte ich hergehen und sagen, okay, dann baue ich eine Position auf über einen längeren Zeitraum in mehreren Tranchen, um einen ganz guten Durchschnittspreis zu haben. Wenn man das gemacht hätte, dann hätte man hier, sagen wir mal so nach, ja, dann hätte man wahrscheinlich nach 2 Jahren, nach 3 Jahren hätte man hier nochmal einen Zukauf gehabt. Wenn ich weiß, 20% schwankt es naturgemäß auch gerne mal gegen einen, dann platziere ich da einen Zukauf und dann hätte man hier bei 350 so den Durchschnittspreis gehabt. Wäre zwischenzeitlich auch damit nochmal im Hintertreffen gewesen, aber dann hätte man das immerhin schon mal abgekürzt, man hätte dann ein bisschen früher Break-Even gehabt. Aber das ist das Schwierige. Also wir haben jetzt eine Sondersituation. Es ist aber einfach überhaupt nicht zu sagen, kommen wir jetzt in eine Situation rein, wo das direkt nach oben zieht, oder haben wir so eine Situation wie 1995 bis 2003, 2004, wo das ewig lange da unten rumeiert. Aus dem Grund wäre eine Fokussierung jetzt alles auf Gold, alles in die Edelmetalle rein, wäre falsch. Ich glaube persönlich, also warum ich glaube, dass es schneller gehen dürfte und nicht 10 Jahre dauern wird, einfach weil wir damals solche Dimensionen an Liquidität niemals hatten wie jetzt. Ich glaube, das wird deshalb besser sein vom Timing her. Aber im Moment sind eben die Trendfolger noch am Verkaufen, das müssen wir eben auch sehen. Und das kann kurzfristig nochmal meiner Meinung nach durchaus in Richtung 11,30, 11,40 gehen, weil mit dem Bruch der 1200er Marke ist natürlich auch psychologisch so ein bisschen was losgetreten worden. Und von daher einsammeln Gold auf niedrigem Niveau, ja. Also nach meiner Überzeugung ja. Ich bin auch schon mit einer ersten Tranche drin, einer kleinen. Aber dass man jetzt sagen kann, okay, jetzt geht das volle Kanne ab sofort, das ist ein bisschen schwierig. Wenn wir das mal zusammenfassen, und so kommt man eben zu einer, ja, zu einer Entscheidung, wie gehe ich vor, zu einem Plan, wie gehe ich vor. Wir müssen uns als erstes mal die Frage stellen, was wissen wir? Wir wissen, es kam aus solchen Situationen immer zu Preisanstiegen. Der Preis ist immer deutlich angestiegen, mindestens 25%, manchmal sogar 400 bis 600%. So, wenn ich also jetzt etwas habe, stell euch vor, es kommt jemand an und sagt, pass auf, ich gebe dir jetzt etwas, das kostet dich $1176. Und das wird garantiert im Preis höher sein, mindestens 25%. Würde man diese $1175 bezahlen oder $76 bezahlen und sagen, ja klar, mache ich, wenn ich 25% Rendite sicher habe, auf jeden Fall. Ich denke, jeder von euch würde in der Situation, wenn ich sage, es ist garantiert, es ist sicher, dass es 25% oder 20% Rendite mindestens bringt, vielleicht sogar 400 bis 600% Rendite bringt, würde doch sofort jeder sagen, okay, kaufe ich. Klar, bin ja nicht bescheuert. Wenn 20% sicher sind, mach ich sofort. Da würde, glaube ich, keiner fragen, Moment mal, wie lange dauert es denn, bis diese 20% verdient sind? Würde jeder sagen, okay, mache ich. Und das ist genau der Grund, warum ich in mehreren Tranchen agiere und eine erste Tranche häufig, die auch nicht gut vom Timing her ist, warum ich eine erste Tranche in solchen Sondersituationen, wo es eben statistisch gesehen, aus der Erfahrung heraus, so gut wie sicher ist, dass es steigen wird, oder dass es zumindest nicht mehr nachhaltig fallen wird, warum ich eine erste Tranche reinnehme, bei der das Timing auch häufig nicht so gut ist. Ganz einfach aus genau diesem Grund, weil jeder von euch das machen würde. Wenn ihr heute beim Supermarkt angesprochen werdet und einer sagt euch, pass auf, hier, gib mir 1000 Euro und du wirst garantiert 1200 Euro dafür zurückbekommen, würde das doch jeder machen. Jeder, der diese 1000 Euro hat, würde sagen, klar, mache ich. Sofort. Irgendwann dann würdet ihr vielleicht mal hinterfragen, okay, wie lange dauert es denn, bis ich diese 20% bekomme? Aber wenn es sicher ist, dass ich eine Rendite bekomme von so und so viel Prozent, macht das jeder. Das ist der Grund, warum ich immer so eine Fuß in der Türposition auch bei solchen Situationen reinnehme. Aber Makel ist, das Timing ist mitunter natürlich bei diesen ersten Tranchen nicht gut. Aber wenn es, weil ich habe ja die Situation, zweiter Punkt, was wissen wir? Es zog oftmals direkt nach oben, ist der zweite Punkt. Aus dem Grund werde ich immer diesen Fuß in der Tür haben wollen, weil manchmal steigt es direkt. Und ich kann mir doch nicht eine Situation, bei der ich
weiß, es ist immer gestiegen und oftmals sogar sofort. Da kann ich doch nicht sagen, na, ich warte noch mal. Also deshalb, dafür bin ich, seit ich das mache, seit ich öffentlich trade, bin ich immer wieder kritisiert worden für solche Sachen, wenn es dann nicht sofort lief. Und ich würde es immer wieder so machen, weil ich vollkommen überzeugt davon bin, dass nur so am Markt Geld verdient wird auf Dauer, indem ich eben Szenarien durchspiele, so wie wir es jetzt auch gerade machen, indem ich eben sage, okay, was weiß ich? Aha, es funktioniert immer, oftmals sogar sofort. Aber es wird manchmal halt auch einen Umweg nehmen über 25% Drawdown, also die es zwischenzeitlich gegen mich läuft, und es wird manchmal 5 bis 7 Jahre Wartezeit haben. So, wenn ich das weiß, Umweg über 25%, dann weiß ich, okay, ich hau nicht jetzt alles in die erste Position rein, sondern ich nehme noch eine zweite Tranche. 5 bis 7 Jahre Wartezeit, da muss man eben auch einen Plan haben, welches Produkt nimmt man, wie will man das managen. Aus dem Grund, weil es manchmal sehr lange dauern kann, arbeite ich in mehreren Tranchen, naturgemäß, und versuche dann von der zweiten und dritten Position zumindest immer in Richtung der ersten Position zu traden. Das heißt, angenommen, wir würden jetzt im Goldpreis, was weiß ich, erster Einstieg war so bei 1260 herum, glaube ich, bei mir. Jetzt weiß, okay, 20% Varianz und ich trade in dieser Zeit, falls wir wirklich so eine bescheuerte Phase bekommen, wo es ewig lange dauert und eine ewig lange Bodenbildung stattfindet, trade ich eben von diesen 20% Drawdown, also wären 20% darunter, irgendwo so bei 1000 Dollar oder 1050, 1060 Dollar, ist jetzt ein reines Beispiel, das wird nicht so sein, würde ich dann immer wieder in Richtung dieser 1260 traden, immer wieder Trading-Positionen unten reinnehmen, dann habe ich immer diese Fuß in der Türposition. Aber ich finanziere sie auch mit den aktiven Trades. Das müsste man jetzt natürlich sehr viel detaillierter beleuchten, wie wird das im konkreten Fall gemacht. Ich kann es nur mal grob erklären, weil häufig wird man für etwas kritisiert, was methodisch richtig ist, was von der Statistik her extrem wahrscheinlich ist. Nur aber, Resulting, haben wir auch schon drüber gesprochen, weil man, weil das Ergebnis, das kurzfristige Ergebnis einfach schlecht ist. Und man macht aber methodisch genau das, was jeder machen würde, wenn er die Situation mal anders beleuchten würde. Wenn jetzt jemand, wie gesagt, dieses Angebot bekäme, würde er genau diese Wette auch eingehen. Er würde genau das sofort machen. Zweite Frage, die wichtig ist, wenn wir einen Plan entwickeln wollen, was wissen wir nicht? Wir wissen eben nicht, wann geht's los. Also das Timing, wann ist denn jetzt der Bärenmarkt zu Ende und wann geht der Bullenmarkt los? Weiß ich nicht. Von welchem Niveau aus geht's los? Weiß ich auch nicht genau. Ich habe nur die statistischen Erfahrungswerte. Es schwankte schon mal 20, 25% gegen mich in so einer Situation. Das ist der Erfahrungswert, aber ich weiß nicht genau, von welchem Niveau aus geht's los. Und wie weit reicht die Bewegung, wenn es denn dann mal läuft? Also wie weit läuft es denn? Gibt es dann nur einen 25% Anstieg? Oder läuft es 50%? Läuft es 100%? Oder läuft es vielleicht sogar 4, 5, 600% weit? Weil ich das nicht weiß. Wegen dieser ganzen Unbekannten und wegen dieser Bekannten ist für mich klar, ich muss in mehreren Tranchen agieren. Insgesamt darf so eine Position nie so groß sein, dass sie mir, dass sie meinen restlichen Handel blockiert. Es muss immer eine Position von vielen sein, also streuen, die einzelne Position auch nochmal stückeln, anhand der statistischen Häufungspunkte. Also wenn ich weiß, 25%, 20, 25% schwankt es zwischenzeitlich gegen mich, dann nehme ich dort eine zweite Tranche rein oder eine dritte Tranche auf diesem Niveau. Wenn ich weiß, wenn es für mich läuft, mindestens 25% gab es in der Vergangenheit immer, dann setze ich da ein Gewinnziel und nehme dort eine Teilposition raus. Aber weil ich auch weiß, es gab schon mal Situationen, wo das 400, 500, 600% weit lief, sollte ich immer versuchen, eine Position, eine Restposition laufen zu lassen. Deshalb, dieses Hineinskalieren und Herausskalieren ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was die Antwort auf diese oder was diese Problemstellung, dieser Problemstellung begegnet. Aber so geht in der Regel ja kaum jemand vor, dass er sich diese Gedanken macht oder diese Fragen stellt. Und deshalb kommen häufig einfach, mündet es dann in emotionalen Trading-Entscheidungen und die sind natürlich dann fatal. Schauen wir auf die Intermarkets, Gold Short-Term Forecast hier unten zu sehen. Der zeigt hier immer noch eine Korrektur an oder eine Abschwächung. Hier ist der 30.09., also die Woche des 30.09., also eher der Oktober, der Zeitpunkt, wo man dann mit einer Rallye mit einer Rallye rechnen darf. Das heißt nicht, dass es bis dahin nur fallen soll, aber das ist der Startzeitpunkt oder
die Startzeit, so der Oktober, für einen Anstieg in diesem Short-Term Forecast. Also da drehen die Intermarkets nach oben. Das bedeutet für mich, dass ich im Moment, selbst wenn wir jetzt Umkehrmuster bekommen, wir haben jetzt am Ende der Woche so eine leichte Umkehr gehabt, auch mit Bestätigung. Das heißt, ich gehe jetzt noch nicht aggressiv in den Markt rein, weil vom Timing her ich hier die Intermarkets erst ab Oktober auf meiner Seite habe. Der Long-Term Forecast zeigt etwas sehr, sehr Ähnliches. Der zeigte, Dezember 2017 bis August 2018 sollte es runtergehen. Nicht in einer Tour, sondern der hat einfach nur, was der aussagt, ist, wir stehen im August 2018 niedriger als im Dezember 2017. Und genau das haben wir auch gesehen. Aber es gab einen Umweg. Auf 1360 sind wir zwischenzeitlich angestiegen, aber es hat funktioniert. Und das funktioniert so gut wie immer. Wenn man die ganzen Prognosen mal durchgeht, haben wir in der jüngsten Vergangenheit auch gemacht, da waren fast alle Prognosen Treffer. Natürlich nicht immer fällt es am laufenden Meter. Es gibt auch mal einen Umweg. Aber Kernaussage war auch hier wieder richtig. Man hat knapp $100 Gewinn gemacht im Goldpreis selbst, wenn man danach stur gehandelt hat und nicht irgendwo oben ängstlich wurde. Wer natürlich emotional getradet hat, hat wahrscheinlich irgendwo bei 1360 Angst bekommen. Also hier sehen wir, die Intermarkets zeigen uns im langfristigen Betrachtungsfenster, zeigen die an, dass wir August und November 2018, dass das Kaufzeitpunkte sind. Deshalb bin ich auch mit einer ersten Tranche drin. Und ich würde im November, das hat ja immer so, hier gibt es ein Punkt, ist ein Monat. Das heißt, wenn wir da ein bisschen Varianz haben, ist auch schon ein Monat rum. Deshalb, das ist schon ziemlich stimmig, wenn wir bei dem Short-Term-Forecast gesehen haben, ja, so ungefähr Oktober soll es losgehen. Hier sehen wir, August ist ein Zeitpunkt, November ist ein zweiter Zeitpunkt. Das heißt, also wenn ich den Herbst benutze, die Schwäche jetzt, und dann bei Schwäche einsteige und kaufe, ist das vermeintlich, gerade mit Blick auf Februar 2019 und aber auch Februar 2020, wo stehen wir dann? Höchstwahrscheinlich ist das laut meiner Analyse hier, laut den Intermarkets, attraktiv. Aber das heißt, wie gesagt, nicht, dass man sich jetzt hier das Depot vollschlägt. Es bietet sich an, das Ganze dann auch, also gerade was Zukäufe angeht, auch systematisch zu machen und dann natürlich auch nicht die Position immer weiter anwachsen zu lassen. Das habe ich auch bei Kunden teilweise gesehen, dass die, wenn sie gemerkt, dass sie zwar irgendwann gemerkt haben, okay, mein Timing war schlecht, aber dass die dann nicht gesagt haben, okay, jetzt reduziere ich die Position mal wieder, wenn es jetzt ein ganzes Stück für mich gelaufen ist, und erhöhe sie erst wieder, wenn der Preis zurückgekommen ist, sondern es wird einfach immer weiter angehäuft. Das ist natürlich Quatsch. Also deshalb, wenn man dann sagt, okay, das ist die Gemengelage ist, ich versuche bei Gold eher Positionen aufzubauen. Ich mache es aber nicht so aggressiv. Es ist eine Anfangsposition drin. Ich muss mit Varianzen von 15, 20% rechnen. Das heißt, es könnte auch noch mal unter die 1100er-Marke gehen im schlechtesten Fall. Und es kann ein bisschen dauern. Deshalb braucht man auch eine aktive Trading-Komponente und die sieht eben so aus. Ich habe hier ein Value-System, Vol-Value, was Gold in Relation zum Bondmarkt setzt. Gängiges Modell ist nicht von mir erfunden worden, sondern das nutzen viele Trader, speziell in den USA. Da sehen wir hier eine Unterbewertung. Nummer eins, das zeigt den Kapitalstrom an und erst wenn wir hier aus dieser grünen Zone heraustreten, dann ist der Kapitalstrom positiv. Das ist das Erste. Dadurch wird das Timing besser beim Einstieg. Und das ist auch die Komponente, die ich für einen Zukauf benutze. Ich habe jetzt immer noch nicht zugekauft in dieser Woche. Aber das ist die Komponente, die ich dafür benutze. Das heißt, ich will sehen, dass der Indikator hier oben rausgeht. Haben wir im GoFo Professional auch geschult, RW Mentoring. Also ist hinlänglich bekannt bei denjenigen, die in der Ausbildung waren. Vol-Value-System. Kapitalstrom muss positiv sein, das ist ja, wenn wir aus der grünen Zone nach oben austreten, das ist im Moment noch nicht der Fall. Und dann braucht es noch eine Preisbestätigung in Form eines neuen 5-Tage-Hochs. Das ist hier dieser High-Low-Channel. Das heißt, ich will sehen, dass der Kapitalstrom, ich weiß, der Markt ist attraktiv für die Long-Seite, Einstieg oder beziehungsweise Zukauf jetzt wird sein, wenn der Kapitalstrom positiv wird, sprich wir diese grüne Zone nach oben verlassen. Und wenn es dann eine Preisbestätigung gibt, ein neues 5-Tage-Hoch. Dieses 5-Tage-Hoch in Kombination damit ist eine sehr, sehr gute Geschichte. Dadurch vermeidet man wirklich ja, das Greifen ins fallende Messer in zu extremer Form. Und natürlich, wenn dann hier dieser Trade, das ist keine Sankt-Nimmerleins, also keine Position, die ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag halte, sondern das wird eine Trading-Position dann sein,
die werde ich dann auch immer wieder rausnehmen. Eine Position bleibt beständig drin oder mit einer Position will ich beständig long sein, aber mit den anderen trade ich eben aktiv und reduziere sie auch wieder, wenn es nicht läuft. Das ist eben da ein ganz wichtiger Punkt. Dann schauen wir zum Abschluss auch nochmal auf Silber. Silber hatten wir auch vor ein paar Monaten auch an der Stelle hier den Forecast uns angeschaut und haben gesehen, okay, da gibt es schon mal so im Sommer ist schon mal so ein Punkt, der attraktiv ist für einen Long-Einstieg. Aber so die richtige Rallye, die hier angezeigt wird, ist erst ab Oktober. Das deckt sich glücklicherweise auch oder beruhigenderweise auch mit dem Forecast, den wir für Gold haben. Die Einflussfaktoren sind ein bisschen anders, die hier für den Forecast genutzt werden. Teilweise überschneidet sich's, aber teilweise sind sie auch anders. Es kommt aber eine sehr ähnliche Prognose raus, nämlich hier, dass wir eine Rallye zwischen Oktober, November und Februar, März 2019. Also in dieser Zeit ist es sehr wahrscheinlich, dass wir eine Rallye bekommen in diesem Markt. Und je näher wir in dieses Zeitfenster rutschen, desto stärker möchte ich investiert sein. Im Moment ist aber einfach noch für mich persönlich zu früh. Wir haben noch keine bestätigte Umkehr in der Form. Wir haben noch keine klassischen Value-Kaufsignale. Wir sehen einfach nur, der Markt wird interessant. COT-Daten sind potenziell interessant. Das kann eine sehr lukrative Situation jetzt sein, aber es ist noch Restrisiko nach unten. Deshalb im Moment bin ich da sehr moderat investiert. Noch. Aber das werden Märkte sein, in denen man, glaube ich, auch mittel- bis langfristig viel verdienen kann. Aber das, was wir heute besprochen haben, diese gegebenen Faktoren, die muss ich eben berücksichtigen und muss mir dafür einen Handelsplan machen. Ansonsten habt ihr hier wieder eine Situation, wo ihr eine richtige Einschätzung hattet, nämlich dass Gold vielleicht steigt oder Silber vielleicht steigt, aber ihr werdet, oder vielleicht habt ihr auch die Einschätzung, dass es fallen wird. Aber wenn ihr euch nicht diese Fragen stellt, wie weit, wann, wie lange und so weiter, dann wird man es nicht richtig managen können, weil vielleicht hat jetzt irgendjemand die Einschätzung, Gold wird fallen. Wenn er aber keinen Plan hat, wie weit kann das denn noch fallen? Ist es eher eine kurzfristige Geschichte? Ist es eine mittelfristige oder langfristige Geschichte? Dann wird man das nicht erfolgreich gestalten. Und genauso bei denjenigen, die jetzt in Gold reingehen oder vielleicht schon drin sind oder noch reingehen wollen. Wenn ich keinen Plan habe und keine Ankerpunkte, wie lange kann das denn dauern? Im schlechtesten Fall 7 Jahre. Oh, wie gehe ich damit um? Also jetzt einfach zu kapitulieren nach 2, 3 Jahren ist ja Quatsch, weil dann geht man mit Verlust aus einer Position raus, die noch im Gewinn abgeschlossen werden würde. Wie gehe ich damit vor? Ich halte es für sinnvoll, und das ist meine Vorgehensweise, aber jeder muss es für sich entscheiden. Ich halte es für sinnvoll, dass man sagt, okay, das ist ein Markt, den handle ich jetzt auf absehbare Zeit immer wieder long. Aber nicht stupide, sondern ich versuche, eine Position immer drin zu haben und mit den anderen versuche ich eben bei Schwäche long zu handeln und trade immer wieder in diese Richtung. Dann nimmt man immer wieder kleinere bis mittelgroße Gewinne mit. Und falls es wirklich dann mal durchzieht, hat man aber eine Tranche, die auf jeden Fall drin ist, auch für den Fall, dass man gerade mal kein Trading-Signal hat, kein aktives. Das ist, glaube ich, die sinnvolle Vorgehensweise hier. Und am Ende ist es hier so, wir haben gerade gesehen, wenn man jetzt nur nach den COT-Daten gehen würde, haben wir etwas, was immer funktioniert hat. Aber dieser Schlenker, 9 Jahre Umweg und 25% Drawdown zwischenzeitlich, wird realistisch betrachtet dazu geführt haben, dass das keiner umsetzt. Deshalb ist unsere Aufgabe als Trader, wir haben eine Gegebenheit, wir haben bestimmte Fakten, die dastehen und wir müssen uns jetzt damit mit diesen Gegebenheiten auseinandersetzen und müssen einen Plan entwerfen. Wie können wir daraus profitieren? Wie können wir daraus Kapital schlagen? Das gilt auch für Märkte wie Kaffee, wie Zucker, die auch noch ziemlich durchhängen. Wenn ich da dann irgendwann kapituliere und sage, ach, so ein Mist läuft nicht, absolut fatal, weil 2014 haben das viele gemacht, im ganz, ganz früh am Jahresanfang kapituliert, gesagt, das läuft nicht, wir versuchen jetzt hier schon seit 1,5 Jahren auf der Long-Seite. Ja, klar, man kann natürlich irgendwann für sich feststellen, das Timing war schlecht. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich sage, das war schlecht, ich höre auf, oder ich sage, okay, das Timing war schlecht, aber es wäre ja total bescheuert, wenn ich jetzt aufhöre. Ich mache weiter. Weil nur so kann sich das dann am Ende auch noch in barer Münze auszahlen. Deshalb, das wird auch hier die Schwierigkeit sein. Wir wissen eben nicht, welche Situation tritt auf. Entweder die, wo das Timing ziemlich gut ist
und es relativ schnell losläuft, wenn die Commercials eben netto long sind, oder so eine Situation, wie wir es 95 bis 2003 hatten, 2004, wo das erstmal seitwärts läuft, dann fällt, dann einen Boden bildet und dann erst die Rallye einsetzt. Das ist das Schwierige dabei, deshalb ist es wichtig, dass man so eine Position nie zu groß werden lässt und in mehreren Tranchen agiert. Ein Teil aktiv, ein Teil eben eher passiv, sprich laufen lassen. Das war's für heute. Ich wünsche euch, bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Wir werden beim nächsten Mal wieder Ingmar wieder dabei sein. Der ist heute verhindert gewesen aus privaten Gründen. Und dann werden wir auch gerne nochmal eine Fragerunde machen, eine längere. Das würde jetzt hier, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich gucke aber gerade nochmal, ob akute Sachen, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, da sind. So, Moment. Okay. Ah ja, okay, hier ist eine Frage, freitags morgens. So, Moment. Was ist denn mit der Gold-Freitags-Strategie? Warum nicht einfach Charts ignorieren und immer Donnerstagabend oder freitags morgens in Gold rein und Freitagabend wieder raus? Was spricht gegen diese reine Timing-basierte? Na gut, wir haben ja zum Beispiel ein System, was auf Gold freitags long handelt. Und dieser Freitagseffekt ist ja da, den haben wir auch in den Schulungen thematisiert. Wir haben ja eine Friday-Gold-Strategie, die arbeitet, also die ich nutze, arbeitet ab 16 Uhr, geht 16 Uhr rein und 23 Uhr raus oder 22:55 Uhr raus. Donnerstagabend rein, Freitagabend raus, wird auch einen Vorteil bringen. Also vom Prinzip her, solche Systeme habe ich ein paar, die ich nutze. Montags im Bondmarkt, freitags im Bondmarkt, freitags bei Gold. Es kommt immer darauf an, was für ein Typ Trader man ist. Ich bin mittlerweile sehr, sehr vorsichtig bei sowas, weil, also die Erkenntnis ist absolut richtig. Und wenn jemand das für sich auch richtig einordnen kann, super. Ich kenne Leute, die mit solchen simplen Systemen auf lange Sicht wirklich gutes Geld verdienen. Aber, das große Aber mit 1000 Ausrufezeichen, wenn, es kommt immer auf die Erwartungshaltung drauf an. Wenn ich ein solches System benutze, dann muss ich wissen, dieser Effekt ist sehr, sehr langfristig. Der wird manchmal auch, also ich habe jetzt die Equity jetzt hier gerade nicht griffbereit von unserer Friday Gold Strategie, aber ich versuche mal, sie schnell aus dem Hut zu zaubern. Also bei der Strategie ist es so, die hat auch mal jahrelang nichts verdient. Die geht auch mal jahrelang irgendwie leer aus. Und dann ist das Problem, wie geht man damit um? Also wenn ich ein sehr einfaches System nutze und sage, okay, Freitagseffekt im Goldpreis, ich nutze den und gehe immer donnerstags abends rein, freitags abends raus, funktioniert. Aber wenn ich jetzt die Erwartung habe, das wird mir jetzt ein beständiges Einkommen bringen, dann ist die Erwartung falsch. Das wird manchmal auch Phasen haben, wo man auch längere Zeit im Drawdown hängt und nichts damit generiert. Wenn ich aber zum Beispiel jetzt 10 solcher Systeme benutze und sage, da ist ein saisonaler Effekt und da ist ein saisonaler Effekt und damit mein Trading noch ergänze. So, ich habe sogar die Grafik hier. Ich zeige sie euch, beziehungsweise die Equity hier, damit man das auch mal genau sehen kann. Dauert 10 Sekunden, als sich das gerade hier aufbaut. Und das ist das Schwierige dabei. Und ich habe einfach so viele Trader kennengelernt, auch die eben so einen Effekt nutzen wollen. Und wenn es dann darum geht, okay, jetzt nutz ihn und aber nutz ihn auch über 4, 5, 6 Jahre und hör nicht nach 6 Monaten auf, wenn es noch nichts gebracht hat. Da bleiben ganz, ganz wenige über. Das heißt, also wenn man das nutzen möchte, muss man meiner Meinung nach definitiv sich bewusst machen, wie läuft das? Wie kommen die Gewinne zustande und welche Phasen gibt es? Es taugt meiner Meinung nach nur als ergänzendes System für ein Portfolio. So, hier sehen wir das. Achtung, jetzt ist es zu sehen. Es taugt meiner Meinung nach nur als ergänzendes System. Denn das hier sind die Phasen, ich kreise die sogar oder ich umrahme die sogar immer. Schaut euch das an. Das ist natürlich Bombe gelaufen, dieses Freitagssystem. Hatte jetzt auch einen Drawdown gehabt, dann mal am Ende hier. Aber wenn jetzt jemand 2005 diese Systematik angefangen hat zu handeln, dann hat er 2008 oder 2007
nichts verdient gehabt oder nicht wesentlich was verdient gehabt. Viele kapitulieren dann und sind dann in so einer Phase nicht dabei. Wenn ich das immer anwende, ist es ein super System. Also immer den Freitag für Gold zu nutzen, immer wieder freitags long rein, abends raus, funktioniert super. Aber ich glaube oder ich bin mittlerweile überzeugt, manche haben einfach nicht das Verständnis dafür, beziehungsweise haben einfach nicht die Geduld. Weil es wird Phasen geben, wo man 2, 3 Jahre lang damit auf der Stelle tritt. Und das ist hier zum Beispiel 2002 oder sogar 2001 bis 2004 gewesen. 3 Jahre hat man nichts verdient damit. Und wir hatten es 2006. 2006 auf 2007, also auch nochmal so 2 Jahre ungefähr, 2,5 Jahre, in denen man nichts verdient hat. Jetzt stellt euch mal vor, jemand ist auf diesen Trichter gekommen im Jahr 2001. Und dann muss er seiner Frau, sagt er seiner Frau, Schatz, bald können wir uns eine neue Wohnung kaufen. Es gibt immer großen Urlaub. Ich habe jetzt ein Goldsystem, was diesen Freitagseffekt nutzt. Das ist Bombe. Die Frau ist schon irgendwie in den Gucci-Läden und kauft sich die Handtaschen oder reserviert sie sich schon. 2001 fängt er an, das System zu handeln. 2007 sagt die Frau, du, wie siehst du denn jetzt eigentlich aus? Wir wohnen immer noch in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Sagt er, ja gut, bislang ist es noch nicht so gelaufen. 6, 7 Jahre auf der Stelle getreten. Man verliert nichts, aber man gewinnt auch nichts. Und damit umzugehen, das ist das Schwierige. Das ist unheimlich schwierig. Und wenn man jetzt zum Beispiel auch hier schaut, sieht man jetzt leider nicht so ganz in dem Dings, aber 2015 bis einschließlich 2018 ist man auch nicht vorangekommen. Zwischenzeitlich ja, aber insgesamt, wenn man 2015 angefangen hat, das System zu handeln, ist man auch nicht vorangekommen. Gar nichts Schlimmes, völlig normal, völlig normale Begebenheit. Und ich glaube, wenn man jetzt anfängt, diese Systematik zu handeln, wird, wenn man das jetzt sagt, okay, wo stehen wir in 4, 5 Jahren, wird man meiner Meinung nach definitiv im positiven Bereich sein. Aber mit diesen 2 Jahren, wo es nicht vorangeht oder vielleicht auch mal 2, 3, 4 Jahre, wo es einfach auf der Stelle tritt, kommen die meisten nicht zurecht. Aber um es nochmals zu sagen, absolut sinnvoll. Klar, diesen Freitagseffekt zu nutzen, ist absolut sinnvoll. Nur diese Phasen hier, wo es richtig abgeht, performancemäßig, die werde ich nicht erwischen, wenn ich nicht bereit bin, diese Phasen hier zu akzeptieren und durch diese Phasen durchzugehen. Deshalb sehr, sehr gute Frage. Und ja, es funktioniert, könnte man so machen oder sollte man so machen. Aber das sollte ein Element sein von vielen in einem Portfolio. Und ich muss mir eben auch bewusst machen, da darf ich Bilanz ziehen, vielleicht nach 3, 4 Jahren, eher vielleicht sogar nach 5, 6 Jahren. Wenn ich da jetzt nach einem halben Jahr drauf gucke und sage, oh, der Freitagseffekt ist weg, der ist nicht weg, sondern das war auch schon damals so, dass der eben manchmal einfach überlagert ist. Und was man sich eben auch bewusst machen sollte, und damit beschließe ich die heutige Sitzung dann auch wirklich, dieser Freitagseffekt, das ist auch etwas, was ich gelernt habe über die Jahre, wenn wir saisonale Effekte haben, die stark sind in eine Richtung, wenn die fehlschlagen, dann hat man genau an diesen Tagen auch die größten Effekte gegen sich. Heißt, meine Erfahrung jedenfalls in der Zeit, seit ich dieses System nutze, es gab auch an Freitagen, ich weiß nicht, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das als Gold damals durch die 1500er-Marke durchgebrochen ist, dass das ein Freitag war. Auf jeden Fall, meine Erfahrung ist, dass, weil ja fundamental etwas dahinter steht, dass dann, wenn das fehlschlägt, es auch die größten Verluste geben kann. Das heißt, das muss ich mir auch bewusst machen, weil ansonsten ist ja die Erwartung, also die Diskrepanz zwischen Erwartung, ich verdiene immer freitags Geld mit Gold auf der Long-Seite, und Realität, hups, es läuft nicht nur nicht, sondern jetzt habe ich auch noch einen fetten Verlust freitags gemacht. Da ist die Diskrepanz so riesig, dass das dazu führen wird, dass man das nicht durchzieht. Und das ist der entscheidende Punkt. Deshalb, das muss man sich bewusst machen, wenn so ein Effekt fehlschlägt, dann auch ordentlich. Und das kann auch jetzt in den nächsten Wochen nochmal passieren, dass es vielleicht mal einen Freitag gibt, wo es richtig runterknallt. Ganz einfach, weil da, wo der Effekt saisonal üblicherweise am stärksten ist, wirkt er auch am stärksten in die Gegenrichtung. Deshalb, Sinn macht das, aber ich behaupte mal, 95 von 100 Tradern werden es nicht umsetzen können, weil sie es zu kurz bemessen, weil sie es nicht durchziehen und weil sie eine überzogene Erwartungshaltung haben. Aber wenn man das so aufsetzen würde, würde es funktionieren. Ich bedanke mich nochmals bei euch, wünsche euch eine erfolgreiche Woche und nächste Woche sehen wir uns dann wieder hier beim nächsten Insights-Webinar. Jetzt sogar am Donnerstag werden wir euch aber nochmal eine Einladung oder eine Erinnerungsmail schicken.
Bis dahin, macht's gut, schönen Sonntag noch. Webinar wurde aufgezeichnet, wird auf unserem YouTube-Kanal, denke ich mal, bis morgen online stehen. Bis dann, macht's gut, ciao.